Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr im Titel schon erkennen könnt, genau, wollen wir uns um die Ziele 2024 kümmern. Aber ich möchte nicht nur meine Ziele für 2024 festlegen, sondern ich möchte auch gerne einen kleinen Rückblick machen in den 2023, was für Ziele ich da hatte und ob ich sie eigentlich geschafft habe oder wieder verworfen habe. So, ich habe ein bisschen in meinen Büchern nachgeschaut. Ich habe mir auch was Schönes zu trinken gemacht, habe mir extra eine Tasse geholt, wo da steht Follow your heart oder hört ja. Folge deinem Herzen. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir da auch ein bisschen einen Kopf gemacht. Ich hatte auch vor kurzem erst, ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, von Stefanie Stahl und Lukas Slawinski, glaube ich, heißt er. Höre ich mir ja gerne mal die Podcasts an. So bin ich eben. Und da war dieses Neujahrs, da waren so 12 Fragen dran. Die waren echt gut, muss ich sagen. Da muss ich mir auch noch so ein bisschen noch mal ein paar Gedanken machen und das noch mal hören. Wenn ihr diesen Podcast nicht erkennt, dann verlinke ich den euch gerne oder besser. Ich werde einfach mal einen Screenshot machen und euch das hier sonst einblenden. Weil die Bücher von Stefanie Stahl, die sind richtig gut. Die habe ich auch fast alle durchgesuchtet. Ich glaube, die letzten zwei Bücher müsste ich mir noch mal holen. Und dementsprechend kann das sein, dass im Laufe der Zeit vielleicht noch ein paar Ziele hinzukommen. Aber ich nehme mal einen Schluck. Ich hoffe, ihr habt euch auch was Schönes zu trinken gemacht. Ich bin so ein bisschen meine Bücher durchgegangen und ich habe festgestellt, dass ich auch hier in diesem Buch, wo ich ja meine Tracker drin habe, wo ihr das ausmalt, auch Ziele 2023 gefunden habe. Und ich gehe das noch einmal kurz durch. Ich glaube, ich hatte mir da schon im letzten Jahr, bevor das Jahr begonnen hatte, ein paar Sachen festgelegt. Und ich glaube, diese 500 € Puffer auf dem Girokonto, da bin ich immer um und bei so. Und das ist mal mehr, mal weniger. Es kommt immer ganz drauf an, wie viel Back-to-Bank ich hier habe, aber an Kleingeld. Aber sonst bin ich da immer. Und deswegen kann ich sagen, das habe ich eigentlich erreicht. Ich glaube, auch in diesem Buch, wenn ihr da gleich zurückblättern, werden sich ein paar Sachen wahrscheinlich wiederholen, weil ich das wohl übertragen habe zum Teil. Genau, dann hatte ich ein Ziel, hier Schulden abbauen. Ziel nur noch Passat und BFM. Da bin ich und dieses Ziel habe ich erreicht und da bin ich richtig glücklich. Ich habe nur noch diese zwei Posten und ja, kann ich also einen Haken setzen und ich freue mich. Keine neuen Schulden habe ich erreicht. Ich habe im Jahr 2023 keine neuen Schulden gemacht. Wenn ihr meinen Schulden-Updates in meinen Wochenabschlüssen verfolgt habt, dann wisst ihr, da ist nichts Neues hinzugekommen. Und deswegen bin ich da auch glücklich drüber. Und ich glaube, das ist so ein Posten, den ich einfach mal übertrage hier. Den finde ich nämlich eigentlich schon sehr wichtig. Da habe ich mir ein fettes Ausrufungszeichen gemacht und ich bin da richtig stolz drauf. Dann hatte ich ja meinen Ungeplantopf, den auf 250 € bringen. Das habe ich auch geschafft. Also hatte ich mir dieses Ziel auch schon damals gelegt und dass dieser Topf dann später in die Spartöpfe landet. Genau, das war ja der Topf, der in den Variablen war. Und dieses Ziel habe ich erreicht. Dann hatte ich ein Ziel mit dem 5-Euro-Challenge beenden. Da hatte ich vor, eine Shoppen-Kategorie anzubauen. Aber das habe ich relativ schnell verworfen. Die 5-Euro-Challenge habe ich aber beendet und die ist dann in Wünsche reingekommen, weil unsere Wünsche-Kategorie ist eigentlich sowas wie Shoppen. Also kann ich da sagen, habe ich das eigentlich bedingt gemacht, aber ich habe mir keine Kategorie mit Shoppen eingebaut, weil ich das nicht finde, dass es in meinem Budget irgendwie wichtig ist. Wir haben unsere Luxustöpfe, wir haben auch noch unsere Sparerfolge und wir haben einen Wünschetopf. Und ich finde, wir haben eigentlich genug Kategorien, um eigentlich alles abzudecken. So, das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist die 52-Wochen-Challenge. Da war ich auf einen Stand von 971 € und mir hätten nur noch 306 € gefehlt. Ja, also kann ich sagen, dass ich diese Challenge leider nicht beendet habe. Trotzdem verbuche ich das eigentlich als Erfolg. Ich will mich da jetzt nicht so ganz so demotivieren, weil normalerweise, wenn ihr dann in den nächsten Videos, da habe ich ja vor, meine Töpfe mal zu kontrollieren, was ich an Einnahmen hatte, was ich gespart habe oder so, will ich das trotzdem als gut verbuchen, weil ich schon alleine, dass ich auf diese Summe gekommen bin, ich hätte sie geschafft, wenn ich jetzt nicht so eine horrenden Ausgaben im Techniktopf gehabt hätte. Aber da werden wir noch kommen und deswegen verbuche ich das als einen Teilerfolg. So,
Ich habe es nicht geschafft, weil ich diesen genauso anlegen wollte in die Spartöpfe. Genau. Und den wollte ich dann ja als Puffer haben. Und dieses Ziel habe ich nicht geschafft. Trotzdem kann ich sagen, dass ich trotzdem zufrieden bin, was das angeht. So, dann bin ich jetzt nochmal hier in meinem Hauptbuch nochmal durchgegangen, weil ich ein paar Sachen übertragen habe. Und ich habe die Ziele hier hinten nochmal gefunden. Da wiederholen sie sich zum Teil. Eigentlich kann ich das doch einen Haken machen. Zu der Zeit war das wohl nicht so. Es sind nicht ganze 500, aber es sind schon um die 400. Und ich verbuche das trotzdem als Erfolg, weil auch wenn ich jetzt eigentlich mein Back-to-Bank hier mit dem Kleingeld und ich habe ja auch noch meinen großen Spartopf, wo das ganze Kleingeld, was nicht mehr in den Boxen, in den Kleingeldboxen hier passt, zusammenrechnen würde, dann wäre ich eigentlich auf diese Summe. Zwar ist es nicht komplett auf dem Girokonto, aber ich verbuche es trotzdem, als das so gewesen wäre. Weil das Kleingeld, was hier angesammelt wird, das landet dann definitiv auf dem Girokonto und mein Ziel ist es dann, das Kleingeld auf dem Girokonto zu lassen. So, genau, dann verbuche ich das. Ich habe das Hobby abbezahlt. Das war ja einer von den Schulden, die wir hatten. Ich hole mal mein Schuldenbuch mal kurz raus. Ich finde das auch mega interessant gerade, muss ich sagen. Das sind meine SF1. Ich glaube, ich muss mir hier auch mal einen Aufkleber drauf machen, weil ich bei den zwei Büchern immer ein bisschen durcheinander komme. So, aber der müsste ja eigentlich Ende des Jahres dann vorbei sein. Genau, und das war mein Hobby. Da hatte ich ja meine kleinen Roboter gemalt. Und das habe ich natürlich am 1.8.23 komplett abbezahlt. Das heißt, ich kann das als Erfolg verbuchen. Das hatte ich mir damals auch abgehakt. Genauso den VW ab. Die Abschlussrate war damit gemeint. Hat mir auch geschafft zu bezahlen. War auch im Schuldenbuch, genau. Auto Passat sehr gut abstottern bis ca. 2000 Euro runter. Ja, das haben wir definitiv geschafft. Ich glaube, mein Schuldenbuch kann doch noch mal wieder zurück. Ich habe einfach nur reingeblättert und mal geguckt, wo ich überall Ziele reingeschrieben hatte. Und dementsprechend mir die Punkte gar nicht mal so richtig durchgelesen. Wenn ich sie geschafft habe, habe ich sie irgendwie im Laufe des Jahres abgehakt. Aber nicht weiter jetzt vor dem Video mir genau angeschaut. So, und bis circa 2000 runter. Gut, 2000 nicht, aber immerhin sind wir da auf einem guten Weg. So, ich bin zumindest auf die 2000 angekommen. Knapp, kurz vor knapp, ne? Am 29.12. Also damit war gemeint, dass ich die 2000 erreiche. Und die habe ich auch erreicht. Mit der 2 war das gemeint. Und das habe ich auch geschafft. Und gerade so bin ich in den 2000er Bereich. Weil gestartet waren wir, ich gehe jetzt mal zurück, zum 30.12. bei 5.962,75. Und ich werde mir jetzt mal fiktiv hier mal einen Strich ziehen, wenn ich mein Lineal finde. So, da hat sich versteckt. Ich werde fiktiv hier jetzt mal einen Strich ziehen, damit ich weiß, dass das Jahr 22 war. Und hier schließen wir das Jahr 23 ab, weil am 1.1.24 habe ich ja den anderen Betrag überwiesen, der eigentlich auch in dieses Budget reinfällt. Aber ich halte mich hier jetzt einfach mal ans Datum. So, also gestartet sind wir also mit 5, geendet sind wir in 22 mit 5.962,75 und hier haben wir es geendet mit 2.871,74. Klar, diese Summe gehört da eigentlich noch mit zu, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich meine, gut, ich könnte auch sagen, ich habe das Jahr. Nee, das ist das Januar-Budget. Das ist schon das Januar-Budget. Ist egal. Normalerweise müsste ich hier einen Strich machen. Dann mache ich den jetzt hier, oder? Nein, ich lasse ihn jetzt hier. So, ich gehe jetzt mal vom Datum. Das haben sie abgebucht, so. Das war ja mein Ziel 2023, genau. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja erzählen, wie ihr das jetzt gemacht hättet. Weil das eigentlich schon der Januar-Budget ist. Aber es geht mir um das Jahr, ne? Um 2023. So, und hier in diesem Jahr sind wir auf die 2000 runtergegangen. Das heißt, wir haben, ich kann ja einmal mal kurz rekapitulieren, weil mich das jetzt auch mega interessiert. Wir haben geendet mit,
Jo, 5.962,75 minus die 2.871,74 haben wir 3.091,1 abgestottert. Und das ist eine Summe in einem Jahr, da bin ich mega stolz drauf. Also da kann ich doch echt nichts sagen. Und ich denke mal, dass wir auch nächstes Jahr das schaffen, weil wenn wir diese Summe geschafft haben, werden wir vorzeitig auch das abbezahlen können. Und da freue ich mich, dass ihr mich da begleitet und meine Schneeballmethode, die geht hier irgendwie auf. Da bin ich mega stolz drauf. So, dann habe ich das auch mal für mich festgehalten und das ist ja ein Grund zum Feiern. So, dann gehen wir hier mal weiter. So, genau, das habe ich ja angelegt, dass ich das hier extra anspare. Genau, ab September, das war ja so ein Ziel. Die 5-Euro-Challenge nach Beenden wollte ich hinzufügen, habe ich mich dagegen entschieden, weil ich uns da auch ein bisschen belohnen wollte. Und ich habe diese 5-Euro-Challenge dann in Wünsche verbucht. Und das ist auch okay, so bin ich mit zufrieden. Das sind so Sachen, Ideen, die mir dann im Laufe der Zeit kommen. Und dann trage ich sie ein und ja. Und das war jetzt nur ein Vermerk an mich, wie ich das mit meiner Tochter verrechne in den Fixkosten. Genau. Dann hatte ich ja hier noch mir ja so eine kleine Planung gemacht. Nächster Monat oder dieses Jahr VK, Vorsaat und Haushalt in Haushalt umbenennen. Das hatte ich ja auch gemacht. Restaurant mit in Freizeit verbuchen. Das habe ich auch wirklich geändert, weil wir werden dann auch später die Spartöpfe genau tracken. Und da musste ich mir hier auch schon eine Tabelle machen. Und das war schon relevant, da nicht durcheinander zu kommen. Aber das ist dann ein separates Video, was ich dann auch als nächstes drehen möchte heute. Genau, ungeplant vollmachen auf 250 rechts des Jahres monatlich 20 Euro verstopfen. Das habe ich wirklich gemacht. Den hatte ich ja dann ja erhöht ab September. Früher waren das immer 10 Euro, die ich in einen ungeplant Topf reingepackt hatte in den VKs. Und dann habe ich das erhöht auf 20, weil mein Ziel war, es ja 250 voll zu kriegen. Und ich hatte mir das dann irgendwann im Laufe der Zeit angeschaut und dann hätte ich das wirklich auf monatlich 20 Euro anheben müssen. Und das habe ich dann auch gemacht und dementsprechend habe ich dieses Ziel dann auch geschafft. Genau, 5-Euro-Challenge beendet. Das wiederholt sich wieder mit dem, was hier vorne stand. Da habe ich es übertragen, weil dann habe ich mich auf diese zwei Seiten sozusagen fokussiert im Laufe des Jahres. Und ab September genau mit in den Spartopf hinzufügen. Ja, das machen wir ja jetzt. Genau, BFM machen wir ja jetzt. Da packen wir das immer hier rein und das funktioniert soweit auch. Gut, dann hatte ich wohl ein paar Änderungen vor in 2024. Spartopf Balkon neu anlegen habe ich getan. Spartopf Baumarkt und Pflanzen in Reparatur und Haushalt umbenennen. Zwei Töpfe machen habe ich auch getan. Und dann war die Planung noch, den Schreibwaren im Büro umzubenennen. Das habe ich auch getan. Und die SF1, die Erinnerung im SF1 Notizbuch, das habe ich auch umgesetzt, weil erst war das so ein Testlauf, den ich hatte. Den hatte ich ja irgendwann Mitte des Jahres einfach umgepoolt. Genau, weil erst waren meine SF1 ja so. Da hatten wir auch kurz, glaube ich, im Rückblick drüber gesprochen. Und dann habe ich das mitten im Jahr einfach umgeändert. Genau, und hatte mir dann eine Tabelle gemacht. Und die wollte ich so ein bisschen beobachten, ob sie mir gefällt vom System. Und die gefiel mir. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das kannst du umändern. Und dann habe ich mir dementsprechend dann auch vorgenommen gehabt, die Vorlagen zu machen. Das war sogar noch, bevor ich YouTube gedreht habe. Genau, dann habe ich hier die 52-Wochen-Challenge beendet. Fehlen dann nur noch 407 Euro. Leider nur für die Apple Watch 209 entnommen. Fehlen nunmehr 716 Euro. Da brauchen wir gar nichts drüber reden. Haben wir eben schon gesagt, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich hier noch etwas abgehakt, Reservetopf anlegen. Aktuell ist es die 52-Wochen-Challenge. Geld entnehmen für Puffer bei Beendigung. Genau, das habe ich vermerkt für mich, weil jetzt gehen wir direkt zu den Zielen 2024. Ihr könnt mir ja echt sagen, ob ihr euch Ziele gesetzt hattet für 2023 und ja, ob ihr sie geschafft habt und ob ihr eventuell sogar noch Ziele überträgt. Nur weil sie nicht geschafft worden sind, ne, heißt es nicht, dass es total fatal war. Es kann nur eben halt sein, dass man ein bisschen länger gebraucht hat für ein bestimmtes Ziel, weil das Leben
ist das Leben. Also manchmal kommen eben halt Sachen quer und dann muss man eben halt damit umgehen. Ich finde trotzdem, dass ich für 2022 so weit zufrieden bin. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich auch andere Ziele, hier war der Fokus in 2022 wirklich auf meine Finanzen, weil meine Ziele habe ich privat immer woanders getrackt. Hier möchte ich aber jetzt nicht nur den Fokus auf die Finanzen setzen, sondern ich habe auch private Ziele und die möchte ich mir hier jetzt auch nochmal notieren. Und ja, da werde ich mal, glaube ich, in Blau schreiben. Ich glaube, das würde man hier besser sehen. Und zwar habe ich es gesplittet. Einmal private Ziele und einmal finanzielle Ziele. Und ich denke mal, dass ich mir hier jetzt einfach mal einen Stift schnappe, der mir gefällt und der vielleicht ein bisschen dazu passt. Ich muss mir mal einen Strich machen hier. Gelb ist nicht so meine Farbe, ne? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Also werde ich mal kurz darüber gehen. Ich weiß nicht, ob das passt hier, aber es geht ja eigentlich nur darum, dass ich so eine kleine Unterteilung habe. So, dafür ist es wahrscheinlich auch zu dunkel hier. Aber das macht nichts. So, ich werde hier jetzt einmal aufschreiben. Ich schreibe doch in Schwarz. So, private Ziele. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Und die werde ich jetzt euch mal mitteilen. So, passt nicht so gut, das Lila. Egal. So, und zwar, ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen mehr Me-Time zu pflegen. So, für mich ist Me-Time schon alleine, dass ich mir ein Buch in die Hand nehme und lese. So, ich werde jetzt nicht nur erläutern in manchen Punkten, welche Ziele ich habe, sondern Ziele sich zu setzen, heißt aber nicht gleich, dass man das sofort umsetzt. Man setzt das meistens wirklich erst um, wenn man sich auch vorgenommen hat, wie es zu realisieren ist. So, also gehe ich jetzt mal auf diese Ziele. Dafür habe ich ja hier mein Lesetagebuch. Zurzeit ist es das, bis es voll ist. Ich habe auch schon ein neues. Das habe ich mir irgendwann mal im Buchhandel geholt. Die haben da immer im Buchhandel immer richtig schöne neue Bücher. Wenn der voll ist, schwenke ich dann um zu einem anderen kleinen. Der ist türkis. Den kann ich euch auch mal kurz zeigen. Der ist so ein bisschen magnetisch. Und hier habe ich auch schon ein bisschen angefangen, weil ich das so ein bisschen auch als, ja, wenn ich lese, mache ich mir gerne ein bisschen Abschnitte und reflektiere gerne auch mal darüber. Aber dieses Buch, wenn das voll ist, schwenke ich darüber. Und genau, um auf den Punkt zu kommen, ich habe mir ein Ziel gesetzt, mehr zu lesen. So, mehr zu lesen. Und zwar, Me-Time, lesen. Ich werde das jetzt einfach mal so machen. Und ich wollte eigentlich wieder einen Kreis machen, so dass ich die Möglichkeit habe, es abzuhaken. So, Me-Time lesen. Mein Ziel ist es, dass ich am Tag 30 Seiten lese. Ich erkläre das einmal, wie ich das so plane, weil ich das auch ein bisschen einbinden möchte mit der Challenge von der Lesezeit. Genau, 30 Seiten am Tag. Das bedeutet, in der Woche sind es 210 Seiten. 210 Seiten a Woche. Schreibe ich das jetzt hier hinter? Nee, darunter. So, ich mache da einfach mal darunter, damit ich das auch wirklich nachvollziehen kann im Laufe der Zeit. So, und dann mache ich hier einfach mal ein Vermerk. 210 Seiten a Woche. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut lesen, aber ich glaube schon. So, und ich habe mir jetzt einfach mal hier drin einen Tracker gemacht. 30 Seiten am Tag, auch wenn ich es am Tag nicht schaffe. Ich könnte hier jetzt einmal schauen. Ich habe gestern, weil heute ist schon Donnerstag, der 11., habe ich nicht geschafft, was zu lesen. Auch hier habe ich geschafft, 35 Seiten zu lesen und hier 32. Am Ende ist spezifisch für mich, was ich in der Woche geschafft habe. Und da ist mein Ziel 210 Seiten, weil es kann auch wirklich sein, dass ich voll im Flow bin, voll am Lesen bin und dann natürlich mehr lese und ich das einfach trotzdem als gut verbuche. Früher war mein Ziel vor YouTube, dass ich 50 Seiten am Tag lese und in 22 hatte ich wirklich ein richtiges, tolles Lesejahr und 21 auch. Also habe ich mir das Ziel ein bisschen niedriger gesteckt, so dass ich auch die Möglichkeit habe, das zu erreichen. Und wenn ich das geschafft habe, kann ich die Seiten dann sozusagen zusammen addieren und dann können ja auch wochenweise die
Leseliebe-Spiel. Und genau, weil dann gucke ich einfach nicht mehr, wenn ich das Buch beendet habe, wie viele Seiten ich geschafft habe, sondern ich schaue in der Woche, wie viele Seiten ich geschafft habe und dementsprechend kann ich dann die Summe, weil hier sind wir ja schon bei 60, 67 Seiten. Das heißt, ich könnte eigentlich hier in dem Fall 67 Cent schon sparen. Das heißt fast 1 Euro, weil 100 Seiten sind bei mir 1 Euro. Genau. Und so würde ich das machen und so würde ich dann in der Leseliebe eben halt schauen, wo ist der Betrag, der mir in dieser Woche eigentlich gut kommen würde zum Sparen. So, das ist zumindest mal ein Ziel. Ihr könnt mir ja gerne sagen, wer Lust hat, diese Challenge mit mir dieses Jahr zu machen. Und dann könnt ihr nämlich schön in die Kommentare schreiben, dann, wenn wir den Wochenabschluss machen. Ja, ich habe so und so viele Seiten diese Woche gelesen, weil ich finde Lesen wichtig und ich kann beim Lesen am besten abschalten. Und das ist mein Ziel für 2024. Ich habe das Lesen doch schon ein bisschen vermisst und das soll jetzt definitiv wieder zurückkommen. Boah, jetzt hatte ich einen Hustenanfall. Gut, kommen wir jetzt schon zum zweiten Ziel. Was habe ich gesagt? Zum zweiten Ziel. Und da mache ich auch meinen Haken. Und zwar mein persönliches Ziel, ich möchte gerne in 2024 die 1000 Abonnenten schaffen. So. Und da bin ich gespannt, ob ich das schaffen werde. Und das ist mal so mein persönliches, privates Ziel. Genau. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Mein nächstes Ziel ist, dass ich, auch um dieses Ziel hier oben natürlich zu erreichen, dass ich weniger YouTube-Videos schaue. Und das werde ich mir auch hier gleich mal aufschreiben. Weniger YouTube-Videos schauen. So. Schreibe ich jetzt einfach mal, weil ich eigentlich viel zu viel schaue. Und ich sollte lieber erst meinen Fokus mal setzen, mein Ziel zu erreichen am Tag die 30 Seiten. Weil jetzt weiß ich ja, ich habe gestern nichts geschafft. Eigentlich müsste ich jetzt 60 Seiten Minimum lesen oder 55 auf jeden Fall. Und weniger dann Video gucken. Wenn ich mein Leseziel erreicht habe, dann darf ich Videos gucken. So, ich muss mir ja natürlich auch ein System einfallen lassen, damit das Prio Nummer 1 natürlich auch gelingt. So, dann habe ich auch vor, wieder Sport zu integrieren. Ich habe ja sonst mit meiner, früher habe ich das mit der PlaySea 5 gemacht. Mittlerweile haben wir ja eine, wie nennt sich das nochmal? MetaQuest-Konsole, genau. Die ist kabellos und ich mache ja gerne dieses Box VR-Boxen oder wie sich das nennt, also wirklich mit Bewegung und mit Hinknien ausweichen und den ganzen Kladderadatsch und das in einem Tempo, wie nichts Gutes und das möchte ich gerne wieder einbauen. Ich habe damit aufgehört, leider, weil ich seit fast einem Jahr Schulterprobleme habe und immer wenn ich dann bestimmte Bewegungen machen muss mit links, dann kriege ich das auf die lange Bank nicht gewuppt. Und das heißt für mich, ich muss das einmal vernünftig mal durchchecken lassen. Das heißt, erstmal geht die Gesundheit an erster Stelle, dass ich mal wieder fit werde und zeitgleich mit Sport. Und mein Ziel ist dann, wenn ich das mal abgescheckt habe, dass ich Minimum dreimal die Woche Sport von jeweils eine halbe Stunde schaffe. So, Minimum. Ich war eigentlich schon mal viel, viel höher. So, das ist so mein Ziel. Genau. Richtig starke Ziele. So, und dann noch ein privates Ziel, was eigentlich auch ein kleines finanzielles Ziel ist. Ich möchte definitiv dieses Jahr schaffen, den Katzen einen Kratzbaum zu kaufen. Kratzbaum kaufen. Ich wollte ihn eigentlich schon kurz vor dem Umzug kaufen. Aber die Katzen haben diesen Kratzbaum geliebt und ich wollte denen nichts wegnehmen durch den Umzug, wo sie dran hängen. Und deswegen habe ich gedacht, nein, lasst uns erstmal hier ankommen und so. Wir fangen langsam auch an zu sparen und so. Und dann möchte ich denen einen neuen Kratzbaum, schön großen. Also wenn ihr da Tipps habt, es soll schon qualitativ was Gutes sein und was Robustes sein. Und nicht, dass ihr es rausspringt und das Ding biegt sich gleich. Also wenn ihr da Tipps habt, wo ich da genau gucken kann, ich hätte gern so einen beigen Ton, also so ein beige cremig, also schon fast ivory, so Champagner, so ein bisschen, also richtig schön Ton. Also, wie kann man denn sagen? Ach, sowas in der Art, genau.
So einen schönen Ton hätte ich gerne. Darf auch ein bisschen dunkler sein. In so einem bräunlichen, dunklen Beigen. Aber sowas Stabiles. Weil ich habe drei große Katzen. Also eine kleine und zwei große Katzen. Und die liegen gerne da drin. Die mögen gerne Höhlen. Die mögen gerne kuhlen. Und ja. Und das ist mein Ziel, dass ich dieses Jahr ein Kratzbaum für die Kätzchen kaufe. So viel jetzt zu den Zielen, zu den privaten Zielen. Kommen wir jetzt zu den finanziellen Zielen. So, ich finde das gar nicht schlecht, dass ich das lila gemacht habe. So, finanzielle Ziele. Und zwar, ja, das geht eigentlich schon fast konform, was ich eben gesagt hatte. Keine neue Schulden machen. Das heißt, im Umkehrschuld schuldenfrei zu sein. Und kann auch sein, dass mein Fokus bei den Spielen so sein wird, dass ich zum Teil manche Spiele sogar vielleicht in BFM einspare, um diese 820 sogar noch schneller voll zu kriegen. So meine Idee. Und genau, dass ich vielleicht die 5-Euro-Challenge oder so demnächst doch hier einbaue. Oder wenn ich Hello Fall vielleicht schaffe, dass ich die auch hier mit einbaue. Und dann habe ich den vielleicht schneller fertig. Und dann kann es sogar sein, dass ich sogar vor dem Ende des Jahres das schaffe. Und das heißt, ich werde dann eine Challenge, wenn die Spartöpfe soweit natürlich in Ordnung sind, versuchen, hier mal ein bisschen mehr den Fokus reinzupacken. Genau. Also schnell abbauen. Schreibe ich mal auf. So, dann habt ihr das schon mal gesehen. Genau, das zweite ging ja schon. Challenges mit in BFM sparen. Da kann ich mir das hier auch zum Beispiel packen. Challenges in Schulden. So, ein kleiner Vermerk für mich. Das heißt, ich setze mir nicht nur Ziele, sondern ich versuche auch gleich so ein bisschen umzudenken, wie ich es erreichen kann. Genau, da ist so der Fokus ein bisschen drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich irgendwie Lust habe, das spätestens Juni, Juli irgendwie zu schaffen. Gut, dann gehen wir weiter. Nachdem das erledigt ist, möchte ich gerne anfangen mit investieren. Das habe ich schon die ganze Zeit eigentlich vor. Ich werde darüber auch keine spezifischen Videos machen, weil ich mich da eigentlich null auskenne. Das heißt, im Umkehrschluss muss ich mich da auch ein bisschen schlau machen. Ich weiß, es gibt Finanzfluss und es gibt wirklich sehr viele YouTube-Videos oder YouTuber allgemein, die darüber reden. Ich weiß nicht genau, ob ich zu Trade Republic oder zu Bondora gehe. Da muss ich so mal ein bisschen schauen. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ob ihr das tut. Meine Finger sind total schwarz vom vielen Schreiben. Ob ihr es tut und ob ihr mal was empfehlen könnt. Genauso wie vielleicht ein YouTube-Kanal, weil heißt im Endeffekt, wenn ich schuldenfrei bin, soll nämlich der Fokus dann zum Investieren gehen und auch, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, ich werde mir hier auch gleich einen Vermerk machen. Das heißt, ich muss auch mich da belesen. Belesen beziehungsweise informieren. So, das ist so ein Ziel, den ich mir stecke. Sobald das erledigt ist, dass ich das machen kann, weil dann ist das nächste Ziel, dass ich nur nicht nur das mache, sondern auch zeitgleich mich ein bisschen mehr fokussiere, die Notgroschen aufzubauen. Genau, also erster Step, zweiter Step, dritter Step sozusagen, wo die gehen so ein bisschen konform dann, ne? So, Notgroschen mehr aufstocken dann, genau, nachdem ich natürlich meine Schulden abbezahlt habe. So, nach Schulden und dann habe ich mir hier so einen kleinen Vermerk gemacht. Genau. Mein Ziel ist es irgendwie in den Notgroschen, da werde ich mir jetzt auch noch mal ein Slash machen, dass ich Ende des Jahres immerhin schaffe, 4.000 Euro zusammenbekommen. So, normalerweise müsste es hinhauen, weil ich hatte mir einen Vermerk gemacht, wenn ich jetzt weiterhin immer diese 800, diese 80 Euro monatlich reinpacke, habe ich schon eine Summe von 880. Das heißt, rein theoretisch wäre ich dann bei 3.020. Es fehlen dann sozusagen um die 900 Euro, die mir noch fehlen würde, um auf dieses Ziel zu kommen. Ich rechne aber immer noch ein bisschen mit der Lohnsteuerrückzahlung, dass ich da vielleicht noch was reinpacken kann, mit extra Zusatzeinnahmen oder so von den Spielen, dass ich vielleicht da auch immer ein bisschen was zurückpacken kann. Und eventuell, wenn ich dem Ziel schon nahe bin, bin ich auch glücklich. Das ist so ein bisschen mein Ziel und da bin ich ein bisschen gespannt, wie das wird. So, und jetzt kommen wir zu einem Ziel, was ich nicht erreicht hatte, in 23. Ich möchte die 52-Wochen-Challenge beenden, damit ich den dann als Puffer
in meinen Spartöpfen packen kann, damit, wenn eine Kategorie, ne, wie der Techniktopf oder so, nicht genug hat, ich den als Puffer benutzen kann. Genau. Und da schreibe ich mir jetzt hier auch wieder Puffer rein. Und das ist mein Ziel, den ich nicht geschafft habe in 23. Ich möchte das trotzdem schaffen. Das heißt, ich übertrage ihn jetzt einfach. Und auf ein neues, würde ich sagen. Also, genau. Also ist mein Fokus so ein bisschen schuldenfrei, um das kurz zu sagen. Notgroschen investieren. Und genau. Und die 52-Wochen-Challenge. Das ist so mein Ziel. Ich finde, die Ziele müssten eigentlich realistisch sein. Ich mag sie mir nicht so gerne zu hoch anstecken, weil das demotiviert mich eher. Ich bin eher so ein Mensch, ich setze mir eher so realistische Ziele, aber auch Ziele, die ein bisschen herausfordernd sind, so wie hier jetzt, um das mal klar zu definieren. Und hier genauso, kleine Schritte sind besser für die Psyche als große unrealistische Ziele, weil das ist für unser Gehirn immer dann so, oh, hast ja schon wieder versagt. Oh. Und ich, auch wie beim Lesen, ne? Ich starte lieber mit 30, wenn ich mehr schaffe, fühle ich mich besser, als wenn ich mein Ziel jetzt zu hoch anstecke und dann eigentlich mich der Mut total verlässt und dann gar keine Lust habe. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja meistens immer ein bisschen mehr gelesen, weil ich ja sowieso versuche, immer bis Kapitelende zu lesen. Und da lese, gucke ich immer, ich setze mir dann auch zwei magnetische Lesezeichen rein, wo starte ich, bis wohin müsste ich lesen, um diese 30 Seiten zu schaffen. Dann normales Lesezeichen, damit ich weiß eigentlich, wo ich gerade aktuell bin. Und da gucke ich schon immer, bevor ich anfange zu lesen, dass ich mein Kapitel auch beende, weil ich nicht so gerne mitten im Kapitel aufhöre. Und da komme ich eh so ein bisschen immer drüber. Und das ist dann für mich so, wow, geschafft. So, das ist motivierender. Und wenn ich merke, dass ich mehr schaffe, ist es doch gut. Aber immerhin habe ich mich damit befasst und mir auch ein bisschen mehr Zeit gegeben. So, ihr Lieben, ich bin wirklich gespannt, was ihr für Ziele hattet. Und was für Ziele ihr euch gesetzt habt und ob ihr auch nur finanzielle Ziele habt oder auch so private Ziele euch aufgesteckt habt, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das ist immer so etwas, was mich immer brennend interessiert. Und ja, ich kann euch wirklich dieses Podcast, das ist unbezahlte Werbung, ich liebe Stefanie Stahl und ich habe auch etliche Bücher von ihr hier und ich finde dieses persönliche Weiterentwicklung auch total interessant und ich lese da auch immer viel. Also ich bin jetzt nicht nur ein Mensch, der nur Romane liest, sondern ich lese auch gerne mal Sachbücher, gerade wenn mich etwas interessiert. Ich habe auch übers Investieren ein, zwei Bücher auch zu Hause, zwar ein bisschen mehr auf Immobilien gemünzt, weil ich damals, deswegen bin ich auch damals auf Warmibos Videos irgendwann gestoßen, mega interessant, weil ich eigentlich gerne in Immobilien investieren wollte. Das war noch kurz vor Corona, glaube ich. Und da hatte ich sehr viele Videos mir angeschaut, wie und was und ne, etc. pp. Und irgendwann ist mir dann Warmibos Vanessas Video aufgeploppt auf YouTube. Klar, ich hatte schon immer meine Finanzen im Griff, die Fixkosten und die variablen Kosten, aber ich hatte immer ein Budget, was ich mir abgebucht habe. Ich glaube, das waren damals immer 800 Euro, die abgebucht worden sind für die variablen Kosten. Das war alles so integriert, aber ich hatte da keine spezifischen Kategorien. Deswegen fiel mir, ich glaube, die Rückläufe von 2022 und 2024, ich glaube, da habe ich es auch erzählt, fiel mir das eigentlich, diese Umstellung, relativ leicht, muss ich sagen. Aber es folgt sowieso noch ein Q&A und ich bin da fleißig an Kommentare sammeln. Ich habe in einem Community-Tab auch die Frage gestellt, da könnt ihr mir fleißig Fragen stellen. Da werde ich sowieso noch auf ein paar Fragen spezifischer nochmal eingehen. Fakt ist, ich beende jetzt meine Ziele 2024, genauso wie der Rückblick von 2023 und im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und ich bin gespannt, wie mein 2024 wird. Ich hoffe, ihr seid mir dann auch bis dahin, dass ihr mich begleitet auf diesem Weg, sagen wir es so, dass ihr mir bis dahin auch folgt, um mal zu sehen, wie weit wir eigentlich, ja, diese Ziele schaffen, weil ich bleibe da eher am Ball, wenn ich weiß, dass man mir auf die Finger schaut. Genau, also würde ich sagen, ihr Lieben, danke, dass ihr es reingeschaltet habt. Liked gerne das Video, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ihr wisst ja, ich habe ja ein Ziel vor. Und ja,
Dann, ja, und kommentiert, genau, ich wollte gerade sagen, da fehlt noch was, es sind noch immer drei Sachen. Und kommentiert fleißig, ich liebe eure Kommentare, das wisst ihr. Und dann würde ich sagen, haltet euch warm, werdet nicht krank und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Also bis bald, bye.